Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero. In der letzten Folge haben wir es geschafft, vom Lichtkönig quasi abzuhauen und ihn dann hinterrücks fertig zu machen. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Es hat natürlich ewig gedauert, aber wow, Junge, da bin ich richtig glücklich drüber. Und heute gehen wir weiter zum Grab der Altvorderen und was wir da treffen werden, was wir da finden werden, das erfahrt ihr heute. Viel Spaß! Ich muss sagen, wir sind jetzt so gut vorangekommen. Ich denke nicht, dass wir jetzt hier großartig Probleme haben. Wir haben 408. That's the biggest wall I've ever seen. It's surrounding the entire city. They were trying to keep people out? No. They were trying to keep people in. The Red Plague started in this city. It spread fast, got out of control. So the powers that be built a wall around the city to quarantine it. To stop the people inside from infecting the world. Doomed them all. That was a long time ago. The people are still scared to go in. That's why they call it the Forbidden City. So the plague might still be in there. Can you tell me again why we're going this way? Hammond said the Nova Sect were moving around the city. We cut through the city. We get to Eden first. Das gibt's doch nicht. Ich habe gerade mal im Bildschirm kurz rumgespielt und gedacht, ich mache mal kurz eine Aufnahmepause. Und habe ich Schritte gehört und habe jemanden weglaufen sehen. Und das habe ich jetzt nicht auf Band. Ich werde niemals erfahren, was da jetzt los war. Toll. Dann wollen wir doch mal gucken. Hallo. So, ich sehe hier noch keine Gegner. Okay, wir können aber Roboter recht cool ausschalten. Ich sehe jetzt keine Probleme. Wir sind ein Roboterkiller. Oh, was liegt denn da? Eine Notiz. Für mich? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Igmas Tagebuch, Seite 152. Kaum trägt unsere harte Arbeit Früchte, hat das Oberkommando unser Projekt gestoppt. Diese ignoranten Kretins haben offenbar Angst vor den Wundern, die wir geschafft haben. Ich bin im Schutz der Nacht mit den überlebenden Kindern in die Zone geflohen. Unser Ziel ist eine verlassene Anlage, die seit dem Krieg unbemannt ist. Ich werde nicht zulassen, dass diese Narren mein Lebenswerk zerstören. Dr. Igmar Addison. Ich weiß, wer Addison ist. Es ist unser komischer Kauz da, der da angeschlossen ist an so seinen komischen Geräten. Ja, jetzt ergibt alles auch ein bisschen mehr Sinn. Der Typ ist mit den Kindern abgehauen. Wir sind die Kinder. Another one of these machines, like the one we saw by Hammond's cabin. Ja, da. Da liegen Schätze rum. Ich vertraue dem Ganzen absolut gar nicht. Und diesen Mimi auch nicht. Aber wir versuchen ihn mal auszuschalten. Mal gucken, ob das geht. Hallo, ich bin hier. Want some more? Yep, easy. That had to hurt. Der hält ganz schön was aus, alter Schwede. Stay away from me. Muss mal ganz kurz meine Katze entfernen. Wie so eine Zecke, weißt du? Das wird knapp, ne? Soll ich Blut gesehen? Mach doch mal ein paar kritische. Oh, ich hätte versteckt sein müssen. Oh, letzte Runde. Okay, es haut hin, haut hin. Also, es geht mit dem Schleichen. Und ich sehe auf der Karte, da sind drei mehr, zwei mehr. Und das ist auch wunderschön leise. Over here. Da ist der andere Bot. Aber der kommt doch auch runter, oder? Wir sollten speichern. Ich glaube, der kommt runter.
Ich hasse diese Viecher. Ich habe ein Déjà-vu. Bäh. Oh, jetzt andere. Irgendwo da hinten, ne? Ich muss gucken, wie ich zu dem Affen da hochkomme. Oh. Anscheinend gar nicht. Doch. Ich habe hier eine Deckung. Ja. Zählt das eigentlich auch, wenn ich mich einfach an die Wand lehne als Versteck? Ich versuch's einfach mal. Okay, wir probieren es einfach mal. Haha! 50%, Junge! Ihr Bots habt gar keine Chance gegen mich. Der Feind hat mich gehört, am Arsch hat er mich gehört, der kann mich doch nicht hören. Der hat mich vielleicht gesehen, ja, aber das war's doch schon. So, einzelne Bots sind mittlerweile kein Problem, muss ich sagen. Also 3x50%. Da muss schon einiges schief laufen, damit das nicht funktioniert. Oh, das könnte schief laufen. Ich glaube, ich habe nicht genug kritischer gemacht. Wieso ist hinter mir da irgendwas passiert? Egal. Hat funktioniert. Ach, guck mal, da hinten sind noch mehr. Ah, ich sehe schon. Follow me. Ich sehe schon. Ich sehe Bots ohne Ende. Das wird ein leichtes Spiel. Das wird ein leichtes Spiel. Habe ich hier schon in den Café reingeguckt? Ins Café. Da leuchtet da was. Noch mehr Schrott. Ha! 50 Schrott, Leute. 50 Schrott und ich kann mir upgraden. Bin ich doch stärker. Was haben wir denn hier? Notiz. Ihre Reise hat gerade erst begonnen. Beginnen Sie fernab der Erde ein neues Leben. Bibia hat noch Kapazitäten in unserer luxuriösen Orbitalanlage. Wissenschaftler finden bei uns grenzenlose Forschungsmöglichkeiten vor. Kampfbereiten Bewohnern bieten wir eine extraterrestrische Militärausbildung ohne irdische Moralvorstellungen. Schwangere haben Zugang zu einer modernen Prä- und Post- natalen Versorgung. Nutzen Sie die in diesem Kit enthaltenen Utensilien, um sich mit folgenden Proben bzw. Unterlagen für ein perfektes Leben jenseits der Sterne zu bewerben. DNA-Abstrich, Sperma, Eierprobe, Blutprobe, Beglaubigungen, Zertifikate, Anmeldedaten für soziale Medien. Anmeldedaten für soziale Medien? Was? Okay. Wir freuen uns darauf, gemeinsam eine strahlende Zukunft zu erschaffen. Mimi Industries. Das sind diese abgestürzten Dinger. Das sind keine... Ja gut, eigentlich sind das Sterne, weil es sind Raumschiffe. See these burn marks? Someone gave this thing quite a shock. Das heißt, die Leute haben tatsächlich... Entweder haben sie es geschafft, im Orbit was zu erstellen, oder... Sie haben es nicht geschafft und sind dabei quasi abgestürzt. Okay, das könnte jetzt problematisch werden. Wir haben ja schon ein bisschen mehr Leben, die Jungs, ne? Der ist nicht deaktiviert. Jetzt ist er deaktiviert. Ich muss nur einmal Pech haben und die ganze Truppe ist hinter mir her. Wieso gibt es hier eigentlich nur drei lautlose Waffen? Können wir das einer sagen? Also drei verschiedene.
gibt natürlich mehr, aber es sind ja ein und dieselben dann. Easy. Hey, over here. This is an old quarantine outpost. Back when they thought they could control the spread of the Red Plague, before they built the wall. I'm starting to think their world was worse than ours. Eden's starting to look real good right now, isn't it? Let's keep moving. Okay, meint ihr, wir kriegen den getötet, ohne dass der andere es merkt? Shit. Glaub ich schon. Oh Gott, letzter Versuch. Oh. 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 Oh, Glück gehabt. Does that hurt? Die Typen hauen schon ganz schön rein, also die sind nicht ganz ohne. Egal. Wir haben ja noch eine Runde, alles gut. Weißt du, wo wir sind? Oh shit, okay. Nicht mit mir, Bro. Nicht mit mir. Okay, wenn ein Bot explodiert, dann kann es möglich sein, dass der andere da schon was mitbekommt. Aber ich meine, eigentlich ist das gar kein Problem. Ne? Das eigentliche Problem ist das fette Viech. Das muss nämlich weg. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Er ist auch Stufe 36. Hat 4 Rüstung. Ich kümmere mich gleich um euch. Vor allem der Polispot wird getötet zuerst, bevor ich den Vollstrecker töte. Ich weiß gar nicht, ob ich durch seine Rüstung komme. Ansonsten muss ich den wirklich zum Schluss machen. Quasi betäuben und dann mit meinen richtigen Waffen drauf. Oh. Er ist schon mal betäubt, das ist ganz gut. Ich hoffe, das haut hin. Müssten wir in 3 Runden schaffen, ne? Ja, wenn wir mehr kritische machen. Wir müssen definitiv mehr kritische machen. Ja. Okay. Ach man, warum ist das Spiel so glücksbasiert? Ich will nicht, dass das so glücksbasiert ist. Oh. Okay. Finale Runde. Jetzt, er ist tot. Komm, er ist tot. Hui. We're close. Oh. Der kleine Drecksack, Alter. Ah, da haben wir ihn erwischt. Ich könnte hier nach oben gehen und von oben aus angreifen, ne? Dann müsste ich den eigentlich gut treffen. Von hier oben müsste ich doch es schaffen, alle oder die, zumindest die meisten richtig gut abzuschießen. Oh, die MP-Granate. Nein. Oh. Komme ich nicht drauf klar. Mit dem ganzen Rumklicken. Achso, währenddessen diese klettern, geht das nicht. Ah, okay. Oh, ich kann keinen Hinterhalt von hier aus starten, ne? Ja gut, dann müssen wir es anders machen. Kurz vorher speichern. Man weiß ja nie, ob ich irgendwie verkacke.
vorhin muss ich diesen Polispot ja auch ausschalten. Und der Vollstrecker muss weggehen. Wenn dann nur noch diese Schüssel da übrig bleibt, ist das ja alles gar kein Problem. Kann ich ja mit richtigen Waffen sogar fertig machen. Hier ist er so schnell down. So schnell kann er gar nicht gucken. Oh, direkt. Mal gucken, ob ich ihn treffen kann von hier oben aus. Außer Reichweite. Weiß nicht, ich würde dann einfach mal so einen Kampf riskieren. Einfach weil ich es kann. Und wenn, dann werden sie ja hinter dem her sein und nicht hinter... Wie? Die haben das nicht mitbekommen. Wie ist das? Bitte was? Wieso haben die das nicht mitbekommen? Oh. Wenn du unsichtbar bist, angreifst, ja, nö. Da warte ich lieber noch. Hey, follow me. What do we have here? Ja, was haben wir denn hier? Mimir PC-98. Kann Deckung zerstören, wirft Gegner zurück. Reichweite 8. Okay, das kann ich aber gerne auf Level 3 bringen und dann gucke ich mal nach. So, das will ja wohl hinhauen jetzt, ne? Ach, meine Leute, meine Sniper waren anscheinend so weit weg, dass die anderen das nicht mitbekommen haben. Kann das sein? Kann es sein, dass es daran liegt? Das muss man hier und da mal versuchen und gucken. So, fehlst nur noch du, ne? Hier, komm, hier ist eine Deckung. Und hier ist eine Deckung. Und hier ist eine Deckung. Oh. Hehe. Na komm schon. Sei betäubt, ja. Jetzt kann ich die starken Waffen rausholen. Stay away from me. Ich muss sagen, wir kommen jetzt richtig gut durch. Also früher hatten wir definitiv mehr Probleme. Hui. Okay, mehr Schrott. Wir können uns die Waffe leisten, ja. Yeah. Und wir sind hier so weit durch, dass wir endlich ins nächste Gebiet können und von da aus reisen wir dann direkt. Das ist der perfekte Plan, Leute. Defekte Waffe hier, defekte Waffe da. 60 plus 30 sind 90. Ja, wir können das Ding eigentlich schon auf Level 3 bringen. Na, nice. So gefällt mir das, Freunde. So gefällt mir das. So kann es immer sein. Neue Waffe, direkt auf Maximum. Und nun erreichen wir Eden. Oder auch nicht. Das sind noch ein paar Stationen vor uns. Okay, von hier aus erstmal zur Arsche. Ich arsch mir jetzt erstmal ein hier. Komm her. Wir haben schon voll viel gemacht. Junge. Wir kommen immer schneller voran, weil wir immer besser werden. Alles mit dem Snipern gerade geht mir nicht aus dem Kopf. Ich würde echt gerne wissen, wie ich das gemacht habe, dass die mich nicht mitbekommen haben. Vielleicht kannst du echt vom Weiten einfach snipern und kein Schwein bekommt das mit.
Nee, das haben wir schon so oft gemacht. Das hätten sie mitbekommen. Everybody's saying there's spaceships flying around outside. Well, I don't know about that. They look like drones. Small, compact. Ich habe auch schon gesagt, dass es Raumschiffe sind. Klingt auch für mich logisch. So, 13, 16. Nice. Ja, dann würde ich sagen. Aber ich habe hier noch weniger Reichweite mit dem Ding, ne? Ich werde es einfach mal versuchen. Bisschen auf Nahkampf. Wir behalten natürlich den Elysium. Ist ja gar kein Problem. Was nehmen wir denn hier? Gegner zurückwerfen können wir ja ohnehin. Gegner deaktivieren, Gegner verbrennen. Da gehen wir definitiv auf Crit. Das ist eine richtig schöne Nahkampfwaffe. Ich wünschte, du wärst lautlos. Aber die haut rein. Aber ist halt eine richtige Nahkampfwaffe. Later, Stalkers. So, Prips Bar. Have a seat. Mutants get it. Brauch doch einen. Einen einzigen. Und. Welcome. Gib her. Wahrscheinlich finde ich gleich eine bessere Waffe. Passt auf. Und zwar die, die da hinten gerade in der Mitte an der Wand hängen. Bestimmt kriege ich die, aber 100 Pro. Welcome to the Fix Pit. My name's Delta. Verbrennen, ne? Ja, bald nur mal verbrennen. Dann Reichweite. Wobei, ehrlich gesagt, Sniper mit Crit ist besser. Ich mal ganz ehrlich. Ups, das falsch rausgenommen, ne? Dann lieber eine ordentliche Reichweite, ne? Hier 10. Dafür bekommst du dann den Crit. Ist definitiv besser. Ja, geil. Take it easy. Okay, dann haben wir jetzt alles. 16 Dinger. Ich bin stolz. Ich bin stolz, diese Waffe jetzt zu besitzen. Jetzt kriegen die alle richtig aufs Maul. Aber richtig. Die verbotene Stadt. Ja, Leute, und das war's auch schon für heute. Ich muss sagen, wir sind richtig gut gegen Roboter momentan. Und ich glaube, ich habe mich komplett darauf fokussiert, nur Roboter fertig zu machen. Und der Rest ist auch ein bisschen schwerer. Aber egal, ich bin erstmal glücklich, dass wir jetzt in einem Gebiet sind, voller Roboter. Und ich kann sie einfach alle ausschalten. Das freut mich. Freunde, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es weiter. Ciao.